Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 5 von Valheim. So, letztes Mal hatten wir hier ordentlich was los, ne? Da sind wir jetzt ganz viel unterwegs gewesen mit Tieren und sowas, die hier waren. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, dass wir, was wir gekriegt haben von den Tieren. Das können wir jetzt erstmal hier kochen, denke ich. Weil da war bestimmt Beute bei und wir können dann auch gleich mal gucken, was uns noch sonst übergeblieben ist. Da waren ja noch einige Dinge, ne? In der Zeit, wo es vielleicht, naja, wenn ich jetzt weglaufe, dann ist es gleich verbrannt oder sowas. Dann lass uns besser hier warten, bis das fertig ist. Koch mal. Ich höre irgendwie immer einen, ey. Hier ist aber keiner, oder? Gut. Okay, drei Stück haben wir. Einer geht noch. Aber das ist was anderes, ne? Ach, das ist von der Nixe, der Schwanz wahrscheinlich, ne? Okay, es wird dunkel. So plötzlich. Oh, es zieht Regen auf. Na super. Komm, Kochstelle. Ja, den kann ich jetzt nicht wegnehmen. Das ist schade. Ich muss dann nachher aufpassen, dass mein Ding da nicht kaputt geht, ne? Das Teil nicht kaputt geht. Das ist jetzt nicht so schön. Wir sind nass. Wir könnten rein theoretisch schlafen, weil, ne? Wenig ausgeruht sind und das Wetter spricht eigentlich dafür, dass wir es tun, oder? Ah, ist kein Feuer in der Nähe, geht also noch nicht mal. Dann lass uns mal erstmal hier reingucken. Da sind fünf, hier sind vier, die können wir, die brauchen wir ja erstmal. Achso, was ist mit Essen? Da blinkt was. Das ist weg, das heißt, wir können da noch einen draufsetzen, dass das wieder frisch ist. Die Trophäen kann man nicht stecken, ja, bis 20. Dann können wir die da auch reintun. Die Knochen zueinander passt auch. Ah, ich sehe gerade, ich habe noch gar nicht die Intro-Geschichte gespielt. Bis gleich. So, da sind wir jetzt wieder, ne? Diesmal hat es dann geklappt mit dem Intro. Das brauchen wir. Was ist das denn? Eine Milch, auch eines Grauzwerges. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Ich tue es mal hier rein. Das hier müsste man mal zerlegen oder sowas, ne? Was sind da unten? 8 Minuten und 3 Minuten. Das sind meine Sachen, die muss ich gleich reparieren, so wie das aussieht. Ich glaube, den Rest können wir jetzt erstmal so lassen. Wie viel Holz haben wir? 30 noch. Das heißt, hier können wir nichts herstellen. Das heißt, wir gehen an der Werkbank und gucken, was wir da noch herstellen können. Erstmal reparieren wir. Alles repariert. Aufwerten ging nur mit Stufe 2. Da müssen wir also noch was aufwerten. Wir wollten. Ah, Bogen geht jetzt. Dann bauen wir den doch mal. So, jetzt haben wir einen schicken Bogen. Und dafür brauchen wir dann Holzpfeile. Wir haben schon mal welche gemacht, aber schadet nichts, wenn wir da mehr haben, denke ich. So, dann sind sie auch genügend. So, aufwerten. Ja, da brauchen wir Stufe 2. Da müssen wir erstmal gucken, wie wir das machen. Da können wir raus aus dem Menü. Und dann 4 ist der Hammer. Und dann müssten wir rechtsklicken. Und dann können wir hier mal schauen, was wir machen können. Das Feuer ist klar, geht nicht. Das Feuer müssten wir aber gucken, dass das vielleicht drin ist. Wenn wir da irgendwie sowas wie einen Kamin bauen, dann haben wir doch die Chance, dass das da oben rauszieht, oder? Das müssen wir mal umbauen. Ah, hier. Da fehlt uns Holz, okay. Ja, wollen wir bei dem Wetter rausgehen? Ja, aber es bleibt nichts anderes übrig wahrscheinlich. Schlafen können wir auch nicht. So, das heißt, auf geht's. Da hinten. Also, das ist Holz. Irgendwo lag hier ein Baumstamm, oder? Da unten ist er. Dann holen wir uns den erstmal. Keine Ausdauer mehr. Dann lass uns mal langsamer gehen. Und dann kloppen wir gerade den Baumstamm hier kaputt. Okay. War da noch einer? Ja. Zwei sogar. Ich höre schon wieder was. Kommt irgendwo einer? Nee, ne?
Die Himbeere ist gleich alle. Dann nehmen wir mal eine neue. So, ich glaube, jetzt haben wir eigentlich an Holz gerade genommen. Mhm. Ich höre wieder einen laufen irgendwo. Aber das bin ich wahrscheinlich. Auf zur Hütte zurück und dann müssen wir mal gucken, ne? Ach, ich weiß, hier ist Licht. Ich glaube, das ist unsere Fackel. Kann das sein, dass die da sich so spiegelt? Wahrscheinlich, ne? Ja, wird sie wahrscheinlich sein. So, jetzt den Hammer in der Hand. Rechtsklicken. Und dann können wir den Dingens hier nebenstellen. Dann werten wir unsere Bank erstmal auf, ne? Passt, oder? So, jetzt gucken wir nochmal rein in die Werkbank. Da sind ja jetzt ganz viele neue Sachen. Genau. Erstmal wieder reparieren den Hammer. Alles ist heile. Jetzt müssen wir mal gucken. Steinaxt, Keule, Hammer. Das sieht erstmal. Ja, Feuerpfeile. Wir sind, glaube ich, mehr. Das Messer ist mehr. Also viele Sachen sind nicht mehr. Aber aufwerten können wir jetzt, weil eben das hier ja war. Den Hammer auf Stufe 2 bringen. Geht. Und die Hacke können wir auch noch aufwerten. Machen wir das doch auch. So, wie kriege ich das gelumpte Hemd, das zerlumpte Hemd aufgewertet? Da brauche ich mehr Leder, habe aber nur eins. Okay. Feuerstein-Axt. Da müssen wir auch Feuerstein haben, um das. Und Bogen. Hirschfell brauchst du und Lederreste. Ah, obwohl, wir haben ja jetzt Pfeil und Bogen, da können wir ja zusehen, dass wir was einsammeln, sozusagen. Ne? Ich glaube, wir sind da erstmal mit durch. So. Haben wir hier in die Truhe geguckt, da war ja nichts drin, was wir jetzt brauchen. Ne? Der Pilz ist gleich alle. Können wir dann Nahrung hochholen, nachholen. Okay. Ja, gehen wir raus oder gehen wir nicht raus? Das ist die Frage. Schlafen können wir nicht wegen fehlendem Feuer. Ja. Wann hört es auf zu regnen? Das ist die Frage, ne? Das ist alles schäbig. Kriegen wir hier oben noch einen Baumstamm weg? Bestimmt, ne? Da habe ich was Falsches geklickt. Lass uns hier den Baumstamm mal holen gerade. Dann haben wir wenigstens was getan. Ach, guck mal, wer da kommt. Okay. Wachs haben wir gekriegt, denke ich mal. Nee, doch nicht, der liegt da noch. Jetzt haben wir ihn gekriegt. Ist noch irgendwo einer? Ich glaube nicht, oder? So, dann gehen wir erstmal Holz fällen. Roll nicht so weit weg, ich wollte nicht so viel laufen. So, das haben wir. Hier vorne muss noch was sein, oder? Ja, da blitzt es. Da ist es. Da ist noch der andere Stamm. Ein bisschen dunkel hier draußen, gerade bei dem Wetter, ne? Okay. Da war auch noch was, oder? Ja. Da haben wir jetzt erstmal ein bisschen mehr. Feuer geht nicht. Was ist das? Ah, Löwenzahn. Ich glaube, den brauche ich nicht jetzt gerade. Himbeeren, aber so viele müssen wir auch nicht sammeln, glaube ich. Wir haben erstmal noch was. Ja, lass uns erstmal zurückgehen. Ja, Tür offen gelassen, nicht gut. So. Da können wir jetzt nichts mitmachen. Aufwerten. Geht auch nichts. Dann brauchen wir Feuerstein und Leder. Ja, müssen wir gucken.
Hammer brauche jetzt Stufe 3 und die Hacke ja auch, ist klar. Keule können wir reparieren. Die Axt haben wir auch repariert. Dafür brauchen wir... Warte mal, die können wir doch aufwerten, die Keule. Wir haben doch in der Kiste, sag schon. Knochen. Ja, aber nur 3. Und 5 brauchen wir, glaube. Das ging dann nicht zum Aufwerten. Okay, dann wissen wir wenigstens, wo wir für die Knochen brauchen. Hoffentlich hört das Wetter jetzt mal langsam auf, ne? Ja, da rausgehen bringt's gerade nicht. Können wir denn noch was basteln? Vielleicht noch eine Truhe? Möbel. Noch eine Truhe. Ja, die können wir noch basteln. Dann bauen wir da doch noch eine hin, oder? Wie kann man die drehen? War das mit N und N? Nee. War das mit R? Nee. Nee. Aber so steht sie auch gar nicht so schlecht, ne? Nee, warte mal, die ist falsch rum, ne? Boah, ich weiß nicht mehr, wie es geht mit dem Drehen. Ja, so ein paar Sachen habe ich jetzt entdeckt. Automatisch aufheben, ne? Bringt mir noch nichts. Die ist kalt, ja. Ah, so kann man drehen, ne? Indem man einfach das Mausrad benutzt. So. Nee, das wollte ich nicht. Dann machen wir da mal auf und dann können wir hier noch ein paar Sachen ablegen, denke ich. Ja, aber das ist jetzt... Das können wir noch hier lassen. Ja, komm, Steine können wir hier lassen und Holz können wir auch hier lassen. Den Rest brauchen wir noch. Wir haben zurzeit keine Pilze gegessen, das heißt, den nehmen wir noch zu uns. Fleisch hält noch 10 Minuten, das hält noch 15 Minuten. Das passt. Oh, es ist draußen besser geworden. Schnell, sonst verbrennt uns hier dieser Dingens. Ja, es ist gerade fertig geworden. Glück gehabt, ne? Gegrillter Nixenschwanz haben wir jetzt. Sehr schön. Aber können wir noch was grillen? Ich glaube nicht, ne? Nein, wir haben nichts mehr zum Grillen. Okay, dann, ja, wir sind am Feuer. Das ist schon mal gut. So, Wetter ist vorbei. Jetzt müssten wir eigentlich... Fängst an zu frieren, ja. Kälter. Wir brauchen definitiv bessere Sachen, ne? Warte mal, lass uns noch mal gerade gucken. Was braucht man denn fürs Hemd? Zu updaten. Leder, okay. Leder haben wir 1. Wir brauchen noch 4 Leder dann dazu. Und dann müssten wir jetzt mal gucken, was wir hier so jagdtechnisch hinkriegen, ne? Aber im Dunkeln brauche ich es auch nicht versuchen, eigentlich, ne? Da sehe ich sowieso nichts. Das funktioniert nicht. Ich denke mal, wir machen das mit dem Dingens. Mit dem Schlafen jetzt. Wir sind auch nicht ausgeruht in dem Sinne. Gucken wir, dass wir jetzt eine Runde schlafen. Dann wird's besser, ne? Vielleicht ist dann auch hell. Du träumst, dass du mit deinen Pferden auf der Jagd bist, hoch über grüne Hügel und durch den Fall. Als von dir stolpert deine Beute, du springst vor und versenkst deine Zähne im warmen Fleisch. Als du erwachst, ja, weiß ich nicht. Da, so schnell kann ich nicht lesen, ne? 7. Tag, aber es ist noch dunkel draußen. Kommt denn schon die Dämmerung? Ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwo ein Dingens gibt. Ne? Oh, ja, da hinten wird es auf jeden Fall heller. Eine Beere. Ah, können wir so lassen erst. 20% Ausdauer mehr. Pfeil und Bogen haben wir schon an, ne? Oder? Ja. Oder? Ne, haben wir gar nicht. Aber brauchen wir gerade nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo in der Dämmerung, in der Morgendämmerung, ein passendes Tier finden, ne? Ein Reh oder so. Na, da ist kein Reh, da ist einer für einen Knüppel. Ist noch jemand hier?
Ne. Jetzt höre ich doch den hier bellen. Oh. Gucken mal. Der läuft aber weg. Vielleicht beruhigt er sich da ja. Nee, den kriege ich nicht mehr. Schade. Schlecht gelaufen, ne? Ich habe schon wieder was gehört, ne? Ist hier schon wieder einer? Nee. Habe ich das schon gelesen? Weiß ich nicht, ob ich das schon gelesen habe. Schauen wir mal. Dort, wo das Gras am Boden wächst und wo der Himmel nach hoch oben blau ist, wird immer ein Kamin und Zuhause sein, okay? Ist der wiedergekommen, oder? Den kriege ich jetzt nicht, oder? Nee. Oh, wir müssen die 6 anmachen. Shit, jetzt haben wir ihn aufgeschreckt, ey. Warum nur? Ah, der ist weg. Vielleicht kommt er wieder, weiß ich nicht. Ich sehe ihn nicht. Jetzt will ich ihn bellen. Ist er da? Ist ein Wildschwein. Das war wohl nichts mit dem Wildschwein. So kannst du nicht gewinnen, ne? Mit Feder und Dingens, Pfeil und Bogen. Das ist besser, wenn wir das so machen. So kriegen wir was, ne? Da ist das Reh. Oder der Hirsch? Ich weiß nicht, was es ist. Hat er mich gesehen? Den kriege ich nicht mehr. Wieder weg. Ah, vielleicht schaffen wir das mal irgendwann. Jetzt kommt er wieder. Keinen blassen Schimmer, aber da hinten ist er. Oh. Wo ist das Schwein? Alter. Mann, ey. Das Reh, das kriege ich nicht.
Das ist schon mal klar. Schon gar nicht im Wald. Müsste dann hier gucken, dass ich hier wo eins finde. Aber hier wird keins rumstehen. Okay. Was haben wir denn? Ah, jetzt fehlt noch ein Dingens, ein Lederlappen. Kriegen wir noch einen wilde Schwein hier irgendwo her? Ah, der bellt schon wieder irgendwo, ne? Keine Ahnung, wo der ist. Ein Wildschwein jetzt hier bitte noch gerade. Hier ist nix. Ne. Stopp, da war was, oder? Leider nicht. Ich könnte was zu essen vertragen. Dann machen wir das doch mal gerade erst hier. Zack. Und jetzt holen wir den Knüppel raus und dann geht's hier. Wo ist das Wildschwein? War doch noch hier. Da ist es. Ich hoffe, ich kriege jetzt. Ja, da ist der Lederfetzen. Wunderbar. So, den haben wir auch. Jetzt heißt es zurückgehen, ne? Ich glaube, da ist zurück, oder? Ne, ein bisschen weiter rechts sogar. Wo ist denn unsere Hütte? Ah, hier ist unser Baum, okay. Da vorne steht unser Bett. Gut, dann sind wir erstmal zufrieden, oder? Wir müssen mal gerade gucken, da können wir bestimmt was in den Grill schmeißen. Aufs Lagerfeuer. Und dann müssen wir die fünf Dinger da gucken, dass wir die vielleicht irgendwie hinkriegen. Machen wir alles. Ich würde aber sagen, machen erst einen Cut hier. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Uhr habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.